Für mich das schönste Argument ist immer, wenn einer sagt, die Linkspartei soll erstmal das Unrechtsvermögen rausrücken, was die SED da zusammen geraubt hat in der DDR. Das ist ein super Argument. Da kann man ja sagen, okay, machen wir das, aber da bitte doch alle oder keiner. Ich sage mal, die Regeln gelten für alle. Gut, wir machen das so. Ich gehe zur Linkspartei und sage, die soll das Unrechtsvermögen der SED rausrücken. Wer von Ihnen geht zum Papst? Ist schon mal einer auf die Idee gekommen, von der katholischen Kirche zu verlangen, die sollen die ganze Kohle wieder rausrücken, die im Mittelalter zusammengeklaut, geraubt und erpresst haben? Und das ist nicht mal eine Nachfolgeorganisation. Die haben sich nach der Hexenverbrennung nicht mal umbenannt. Das ist Corporate Identity. Die haben das durchgezogen. Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Kinderficken. Klare Linie. Da steht eine klare Haltung hinter. Wenn Sie als katholischer Priester im Bistum Regensburg rechtskräftig verurteilt worden sind wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, da verlieren Sie nicht Ihre Stelle als Priester. Nein, da weist der Bischof von Regensburg Ihnen ein neues Revier zu. Und damit Sie im neuen Revier auch Ihrem alten Hobby in Ruhe weiter nachgehen können, wird der Bischof von Regensburg auch keinem in der neuen Pfarre sagen, was Sie für einer sind. Erst als dieser Priester wieder Kinder missbraucht hat in der nächsten Pfarre, da ist die Sache aufgeflogen, da war der Skandal riesengroß. Wir jagen Osama Bin Laden und der Bischof von Regensburg läuft frei rum und von dem hätte ich sogar die Adresse. Und dann kommt dieser Kumpel von dem Bischof von Regensburg, der Bischof von Augsburg, Walter Mixer, wo man mit dem Anfangsbuchstaben so ganz vorsichtig sein muss. Immer volle Konzentration. Der Mann heißt Mixer. Der Fasel von einem gottlosen Staat, wie schrecklich es ist, in einem gottlosen Staat zu leben. Natürlich, Sie lassen Ihre Kinder lieber von einem katholischen Priester missbrauchen, oder? Denn in wenigstens keine Kondome, sonst kriegen die Kinder ja hinterher noch AIDS. Oder wie habe ich den Papst da verstanden? Meine Damen und Herren, in dieser katholischen Kirche gibt es so viele perverse Kranke,